herzlich willkommen. Wir, das sind der Olli und Top-Kamera Frau Alina. Vielen Dank, Schatz, dass du mich filmst. Haben uns hier für ein kleines Video eingefunden. Und zwar wird es dieses Mal ein Unboxing werden. Und da haben wir uns gedacht, machen wir direkt im Garten, weil das Wetter heute so schön ist. Jetzt haben wir gewartet, bis die Sonne weg ist, damit es nicht blendet. Und jetzt seid ihr in der Reihe, wollen ein Unboxing machen. Okay, was wollen wir auspacken? Wir wollen dieses wunderschöne Modell vom Trein auspacken. Ich habe das wahnsinnige Glück gehabt, dass ich in Bremerhaven den dritten Platz belegen konnte mit einem erfolgreichen zweiten Tag. Der erste Tag ist total in die Hose gegangen. Und da hat der Trein als Preis bei rausgeguckt. Und da freue ich mich umso mehr, dass ich den jetzt unboxen kann, weil ich den dort gewonnen habe. Gut, also das Bild finde ich schon mal total geil. Der hat einen Hammer. Ob der wirklich einen Hammer hat, ja, der hat einen Hammer. Schauen wir uns aber gleich nachher an, wenn wir uns das Profil detaillierter angucken. Ich mache den jetzt hier mal einfach auf und hole das direkt raus. Base ist dabei, wie immer, aber brauche ich natürlich nicht, weil ich ja flache Basierung mache. Und dann würde ich jetzt direkt euch mal den Trein zeigen und der sieht einfach nur toll aus. Also das ist schon, man kann sagen, was man will, Games Workshop ist teuer, Games Workshop macht Mist und ohne Ende in vielen Bereichen, auch was Fluff und so angeht, aber eine Sache können sie, und das sind hammergeile Miniaturen machen. Also wir haben hier den Trein selber. Halt das mal bitte in die Kamera. Ich halte das in die Kamera. Danke. Fokussiert auch gut? Das ist halt eine Kamera, die fokussiert immer, ne? ja, hat sie nicht ganz unrecht. Das ist die Rückseite. Ja, also ein wunderschönes Modell, bestehend aus drei Teilen. Wir haben hier den Trein, wir haben hier den Umhang von Trein und wir haben den zweihändigen Hammer. Ja, Trein selber ist ein wunderschönes Modell, gefällt mir extrem gut. Lasst uns ganz kurz über das Profil sprechen. Ich habe extra das Regelbuch vorbereitet an der Stelle. Er kostet ungefähr 140 Punkte, also genau genommen kostet er 140 Punkte. Und ehrlich gesagt, für die 140 Punkte kriegt man kein sonderlich starkes Modell. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil das Modell ist so schön, das müsste man eigentlich öfter sehen auf den Spieltischen. Was sagst du, Schatz? Sieht doch super aus, oder? Mhm. Ja. Ja, er hat die üblichen drei an der richtigen Stelle. Drei Attacke, drei Lebenspunkte, Heldentum, Willenskraft, Schicksal. Aber wenn man das mit Thorin vergleicht, der 100 Punkte kostet, dann ist er einfach zu teuer. Er hat zwei interessante Sonderregeln. Nämlich, er gilt, sein Handheldstand betrifft den ganzen Spielfeld, das ist extrem stark, wenn man Zwerge spielt. Und er hat die Regel, dass er Verwundungswürfe, die verpatzt sind, gegen Azog und Armeeangehörige aus Azogs Armee wiederholen darf. Das sind zwei starke Regeln, die sind aber keine 40 Punkte wert. Und demzufolge ist Trein leider etwas zu teuer. Ja, er hat eine zweihändige Axt, wobei für mich sieht das fast eher mehr wie so ein Hammer aus, wenn ich ehrlich sein soll. Das ist so eins der Probleme, die haben Blödsinn da reingeschoben. Sieht doch eher so wie so ein Pickelhammer aus. Also eine Axt ist das für mich nicht. Das ist für mich ein Hammer. Jo. Gut. Das war's von Trein. Vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Nicht vergessen, Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat.